Gold braucht man erst für die Investition. Nee, braucht man schon, ne? Irgendwann. Das brauchst du relativ zeitnah, ja. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Okay, dann müssen wir hier mal aufrüsten, die Insel. Wie viele haben wir denn? 120 im Augenblick nur. Aber das ist natürlich. Ist unwirtlich. Kann ich hier eventuell. Ich glaube, ich hole mir noch eine Insel. Ich hab gern überall die Finger drin. Was? Die kauft jetzt auch Inselanteile. Warum ist jetzt wieder da? Wieso geht mein Stahlbeton runter? So, wie viel braucht dieses blöde Kraftwerk? 25. Ach. Boah, Leute. Warum laufen die hier nur nicht auf volle Bulle? Weil ja immer noch nicht genug Stahl da ist. Schön. Ich glaube, ich will trotzdem eine andere Insel. Bin ja so am Hin und Her basteln und also in der neuen Welt. Was fehlt dir denn noch? Na, Gold. Und ich habe halt jetzt eine Insel, aber da sind nur vier, also nur ist gut, aber es sind. Also es sind vier Goldminen, das reicht eigentlich. Aber ich habe kaum Platz zum Siedeln noch. Also das ist so. Ich brauche halt Bevölkerung dafür auch. Gut, das stimmt. Ist nicht meine Schulter. Es wäre hier besser. Ich baue mir mal ein Schiff. Und dann gehe ich da mal erkunden. Es ist kein Regen, solange dein Kopf. Ein neuer Auftrag? Ich baue mir den mal. Vergeht wieder Zeit. So, ich brauche hiervon ganz viel. Produzieren die eigentlich auch? Ah ja, okay, wenn man die auf Pause setzt, machen die auch keine Umweltverschmutzung mehr, okay. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich eigentlich genug Kohle habe. Habe ich auf der anderen Insel Kohle eigentlich? Ist hier Kohle? Oh ja, zweimal sogar. Toll, in der neuen Welt machen sie Party. Liegt bestimmt am Rum. Vermutlich. Ja, Bretter sind voll. So, ich warte jetzt eigentlich sehnsüchtig drauf, dass ich 25 Stahlbeton zusammenkriege, dass ich mir endlich das Kraftwerk kaufen kann. Und dann muss ich anfangen umzubauen. Lassen Sie hochleben. Hast du schon Brillen? Ja. Okay. Ja, weil ich habe gerade überlegt, so nach der Reihenfolge, ne? Also ob du das vorher machst. Weil ich würde auch erst, ja, also ich bin noch bei Brillen und dann erst die Elektrizität. Kann dieses Geheimnis entschlüsselt werden? Na, was will sie denn hier? Beantworten Sie das Enigma, indem Sie auf das geforderte Gebäude... Okay, was macht ein Schiff schnell, wenn es gefüllt ist? Ja, Segel.
Nee, was macht ein Schiff schnell, wenn es gefüllt ist? Ja, doch. Tatsächlich, es war Segel. Ups, Quecksilberthermometer habe ich da bekommen. Was macht das? Items. Beeinflusst Siederei, Vasenmeisterei und Dynamitfabrik. Okay. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. So, 22 Stahlbeton. Das ist eine. Es trägt ihre Hand. Du reißt es weit bringen. Was? Jetzt brennt es schon wieder bei mir. Wie viel Rum habe ich denn das eigene? Was ist das hier? Holzasche. Getreidefarm. Neunundneunzig Tonnen Rum. Jetzt muss ich mal klatt. Ist das die Rum? Ja. Wie viel Rum nehme ich denn da immer mit? Nur 200 Tonnen. Das ist ein bisschen wenig. Alles, was geht. 150 Tonnen. Naja. Du musst es ja nicht nur produzieren, du musst es ja auch transportieren. So, 24 Tonnen. Schon was? Stahlbeton. Also. Was? Ich war bloß auf 700 plus? Was ist denn hier passiert? Die ganze Zeit schon, ne? Nee, ich war vorhin schon wieder auf 3000. Heil dem Erhabenen, der Welt enteilten. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Vor allem, die sind alle zufrieden. Auswirkung der exzessiven Propaganda. Reaktion auf die... Okay. Das ist der Grund. Man muss immer bereit. Das... Aber irgendwas war vorhin mehr mit Schnaps, ne? Der bei mir runter. Oh, das geht noch. Brot ist knapp. Gut, das wird gleich gelöst. Eigentlich muss ich schon mal anfangen. Wo ist meine Brotproduktion? Hier. Was ist das denn? Das ist die Jagdhütte. Die muss ich jetzt mal ein Stück weit verschieben hier. Das war 212, ne? Genau, 212. So, die sind glücklich. Was war das hier eigentlich? Steinkohle. Das ist mir egal. Stand gespeichert. Was ist denn wieder so lustig gewesen? Ach, weil ich auch gegen den Wind fahre. Ein neuer Auftrag? Aber ist halt so. Dafür geht es in die andere Richtung halt ein bisschen schneller. Die produzieren, die fahren hier Steine umher, obwohl die keiner mehr braucht. Obwohl, naja, spätestens wenn du Dampfschiffe hast, ist es dann eh nicht mehr so wichtig. Mit dem Wind? Ja. Ja. Leute hier auf der Insel.
traurig noch. Ja, Steine mit. Die Feierlichkeiten sind beendet. So, noch einmal Getreide. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Tja, Attraktivität, ja. Sie kommen genau richtig. Wir wollten gerade Tee trinken. Admiral! Admiral! Seht ihr das? So, in welche Route ist das denn jetzt hier? Das ist die. Wochenlang nur Zwieback zu fressen. Ach Gott, die sind sogar voll mit Getreide. So. Jetzt habe ich sogar den Zeitpunkt verpasst. Warte mal, da kann ich das hier mal abreißen und das hier wieder einschalten. Das ist schon besser, Schiffe auf Expeditionen zu schicken, die einen größeren Laderaum haben. Was ist besser mit Schiffen? Schiffe, also die mehr Laderaum haben, auf Expeditionen schicken. Ja, ist einfach sicherer auch, würde ich sagen. Ja, und das Zeug, was man findet, was man ja auch behalten will. Ja. Dass man da nie so viel wegschmeißen muss. So, jetzt hier, Strommes. Uiuiui. So, was machen wir hier noch? Eigentlich müsste im Hafen jetzt schon genug Öl da sein. Müsste der Zug eigentlich direkt losfahren. Ach nee, weil da noch eine Kuh auf der Schiene steht. Oder was war das? Nee, das war keine Kuh, das war... Egal. So. Schienen liegen. Ach, wir haben nicht genug Arbeiter. Gut, dann müsste ich jetzt mal gucken, wie ich die ganze Produktion da wegverlege. Ach was, und jetzt machen sie Party in Lauchheim oder was? Gerade noch sind sie... Sehr wechselhaft. Jo. Ich fehle jetzt auch Stahlbeton. Da. Ich stehe am Rande. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Spielstand gespeichert. Was sind die Belohnungen? Da. Hab ich ein Rathaus eigentlich? Ich hab glaube ich keins. Nee, hab ich nicht. Hallo? Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt... Ey, du kannst es nicht verlegen. So. Jetzt geht eigentlich das richtige beschissene Teil los. Jetzt musst du nämlich anfangen, das Ganze zu optimieren.
Oh Gott, ich habe vergessen, einen Hopfen anzubauen. Oh, scheiße. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein weiteres Schiff. Und ich habe wieder nicht genug Arbeiter. Ja, geht. Alle stehen bereit. So, das Schiff hier müsste ja eigentlich da sein, genau. Getreide. Ach, das ist doch gerade die Hopfeninsel. Shit, das ist die Hopfeninsel. Bier, wie war da die? Okay, das reicht eigentlich noch. 1,30 zu 1. Okay, bauen wir mal noch zwei hier. Lass mich raten, hier ist auch der Hopfen voll. Ach, brauch die gar nicht. Verdammt. Nee, eigentlich nicht. Könnte mehr Stahl gebrauchen. Was ist denn das hier? Schäfchen braucht keinen Strom. Was bist du? Weberei. Was bist du? Schwein. Was bist denn du? Glasproduktion. Man muss halt auch echt überlegen, was man jetzt da in den Strom reinstellt, was man jetzt halt braucht und was es jetzt vielleicht einfach überflüssig ist, ne? Ja, ja. Aber ich würde sagen, Beton und Stahl oder sowas. Ja, ja, das Problem ist, ich wollte gerade sagen, eigentlich nützt es mir nichts, wenn ich die Betonwerke da reinstelle, weil die Zementmine eh nicht unter Strom läuft und entsprechend eh nicht genug Zement liefert. Weil du brauchst ja, weißt du, ich habe ja, eine Mine gehen auf zwei Betonwerke. Das Einzige, was du kannst ein Betonwerk wieder abreißen, weil dann das andere auf 200% läuft. Du sparst halt Platz. Und spart auch Leute, Arbeitskraft. Ja, das sind ja auch 75 Leute wieder. Stimmt. Dann verschiebe ich mal ein Betonwerk nach da oben. Erwarten neue Horizonte. Gespeichert. 5 Messing. Wir haben 8 Stahl hier. Wieso denn das? Ach, die bauen auch schon. Moment. Wofür hatte ich denn das gemacht? Ach, die Kohlemine läuft auch unter Strom. Das ist, also die Köllerei, das ist natürlich geil, weil dann kann ich die Hütte ausschalten. Davon reiße ich jetzt